Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Jojo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype, der Time Quest. Wir sind hier in der Ära von Tusken II. Und haben die Stadt Horus hier schon ein bisschen erkundet. Aber ein bisschen ist immer noch nicht vollständig. So, wir müssen immer noch, ich weiß gar nicht, wie viele Bienen wir haben, die Bienen finden. Und ich glaube, ich habe auch am Bienennest. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin schwer enttäuscht. Ja, wo sind die Bienen? Sind tatsächlich nur in diesem anderen Bereich. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon über. Ich glaube nämlich nicht. In der Gaststätte haben wir jetzt das Ganze beendet. Und sind mit der Stadterkundung noch nur so halb durch. Willkommen in Torras, edler Ritter. Hey, das ist Willi. Das war ja dieser kleine Junge. Darf ich mich euch vorstellen? Mein Name ist Willi. Ich bin der Schuhmacher der Stadt. Oh, ist der alt geworden. Ich arbeite seit Jahren daran, die besten Stiefel herzustellen, die je geschustert wurden. Aber ich brauche eure Hilfe, um meine Forschungen zu finanzieren und um die Stiefel zu testen. Wenn ihr mir 100 ja, genau. Sticks gebt, könnt ihr meine Stiefel in einem Rennen tragen. Wenn ihr dieses Rennen gegen die Zeit gewinnt, werdet ihr eine Belohnung erhalten. Macht die Preise noch asozialer. Na gut. Ich werde die ganze Nacht hier sein. Kommt zurück, wenn ihr eure Meinung ändert. Ey, ohne Witz, der Typ ist immer noch so geldgeil. Früher hatte er zu wenig Taschengeld von James bekommen und jetzt ist er immer noch geldgeil. Ey, das gibt's auch nicht. Ist das dämlich? Da werden wir wieder ein Upgrade bekommen. Eigentlich voll wichtig, aber ich hab das Geld nicht. Ich habe genug. Wirklich genug, verstehst du? Man kann keinen Fuß in diese Stadt setzen, ohne von Bienen belästigt zu werden. Und die Alchemisten im Labor tun nichts dagegen. Vielleicht sollte man Gustus, ihren Gefangenen, fragen. Ich bin sicher, er könnte die Bienen für uns loswerden. Sieh, Ritter, ich habe Angst vor Bienen. Es wäre toll, wenn jemand ihre Nester zerstören würde. Ich würde es ja selbst tun, aber ich habe zu viel Angst. Okay. Sei doch froh, dass nur Bienen sind und keine Wespen. Vor allem, warum erzählt er das hier, wo gar keine Bienen sind? Und der Brunnen wurde übrigens dicht gemacht. Ich glaube, Tuscan hat aus seinen Fehlern gelernt. Bei der Ära des Ersten sind wir ja durch den Brunnen da reingekommen. Zu ihm. Da jetzt im Park der Topfern. Da können wir nur nichts machen. Da war Seneca, der hat gesagt, nee, kommst du nicht rein, solange ich lebe. Richtig unfreundlicher Genosse. Ich weiß nicht, wann wir da reinkommen. Wichtiger ist jetzt auch erstmal die Bienen ausfindig zu machen. Haha. Guckt mal, was euer Girl da gefunden hat. Aber wir haben halt gefühlt gar keine. Och, guck, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Soll ich natürlich anders positionieren? Hä? Sind die in der Wand? Nee, die sind hier. Gott, wo finde ich die restlichen Bienen? Ich krieg einen Anfall. Die Bienen machen mich echt ein bisschen nervös. Zwei Stück. Zwei Stück ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber es sind trotzdem zwei Stück. Und gefühlt habe ich schon alles durchforstet. Alles. Durchgehört. Alles. Tja. Sollen wir uns mal richtig umschauen? Auf das Upgrade möchte ich nicht verzichten. Mann, ist denn hier nichts beim Schmied? Ich könnte meinen, in Engler Ära war auch noch beim Schmied was. Nö. Nicht bei Tuscan in dem Zweiten. Wie es scheint. nee. Ach Mensch, die blöden Bienen. Die bringen mich nur auf die Palme, die Bienen. Ich sag's euch. Die bringen mich nur auf die Palme. Zwei Stück vor allem. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Biene finde, sind wir noch nicht mal fertig. Mensch.
traurig. Vor allem irgendwie hört man die auch gar nicht mehr. Immerhin ist die Atmosphäre einfach Weltklasse. In der Ära. So schön. Hey, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ohne Witz, eine Städte so im Abend zu erkunden, auch im Real Life. Es ist so schön. Was so eine tolle Atmosphäre, voll romantisch. Mit den Lichtern. Auch so Kirmes und so. Bereise ich lieber bei Nacht. Ist einfach besser. Hier haben wir auch schon zwei bekommen. Kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was ist. Aber hier. In der Ecke. Nee. Leider nicht. Das ist halt ein bisschen zäh. Ich muss wirklich an allen Dächern schauen. Ja, vielleicht. Nee. Hier hatten wir auch schon zwei. Hier und hier. Oh, verdammt, wo ist das letzte Ding? Das ist doch wirklich das letzte. Das letzte. Ich schwöre, ne, man hört die nicht. Zumindest nicht in der Stadt. Jetzt bin ich schon wieder beim Schmied. Das gibt's doch nicht. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Nach ewig langer Sucherei. Da war ein Rohr. Ganz weit oben am Fenster. So weit oben, dass ich es nicht erfunden habe. Das ist das Traurige. Zack. Jetzt will ich wissen, was ich bekomme. Ach, mehr rote Pfeile. Die roten Pfeile finde ich sind noch nicht so relevant. Aber ich nehme es trotzdem dankend an. Cool. Du hast gerade ein großes Talent als Bogenschütze demonstriert. Aber ich bin noch kein Bogenschütze. Ich habe doch eine Armbrust. Eigentlich das Gleiche. Ist doch sowas von das Gleiche, Cecile. Eigentlich überhaupt nicht, aber okay. Kannst jetzt 40 moderne Pfeile mit dir tragen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Safe State. So, den rohen Folgen, sagten sie. Guck. Sind jetzt perfekt an der richtigen Adresse. Weil hier gehen die Rohre ja in die Burg rein. Der Brunnen ist geschlossen. Burgtor ist so. Das ist der einzige Weg. Ins Laboratorium. Ein meiner Lieblingsstellen im Spiel. Richtig geil. Hey, wie geil. Moderne Pfeile, die richtig teuer sind und die normalen. Die ich auch erstmal noch verwenden werde. Die Atmosphäre ist ja so geil, wie so ein Spyro-Spiel. Ah, scheiße! Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Ey, der kann durch die Wand schießen. Der Cheater. Ey, wofür habe ich meine Rüstung repariert, wenn ich jetzt schon wieder so hart auf die Fresse kriege? Och Mensch, da stand die junge Ecke. Ich hab's euch gesagt. Dieses Spiel ist Dark Souls. Für Kinder. So vieles, ey. Wie nicht das letzte Mal sein, dass das Spiel gemein ist. Blauer Trank, yay! Die Musik ist so gut! Res Historica. Aufgrund seiner Politik der Öffnung gegenüber der Welt hat unser König Toskane II das Großlabor einrichten lassen. Er will aus Toros die Hauptstadt des magischen und wissenschaftlichen Fortschritts machen. Der König hat die Direktion des Labors Ragot dem großen Volk an Alchemisten übertragen, der als kleines Kind nicht mal Alchemist aussprechen konnte. Ja. Hat ein bisschen was von der geheimen Universität aus Oblivion, von der Kaiserstadt. Hier waren, glaube ich, auch Gegner. Hallo, Gegner? Gegner? Gegner, Gegner, Gegner? Nee, okay. Nehmen wir wieder die Oldschool-Zauber, ich weiß, dass hier noch Gegner kommen. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Das ist tatsächlich das vierte Mal, wo ich das Spiel spiele. Ich spiele, glaube ich, dreimal durchgespielt. Ja. Kommt hin. Hier ist ein Scheiter. Hype, du Trottel.
Echt, so ein Hund. Steht da vorne, kann ich nicht drücken. Was ist das denn? Hier ist noch einer. Hä? Ich glaube, ich betätige lieber erstmal den. Was bringt mir das? Juhu, jetzt wird das Rohr umgeleitet. Was habe ich davon? Richtig, nichts. Steck jetzt mal das blöde Schwert weg. Ich find's leid mit dir. Ah, wir mussten erst das Rohr umleiten und dann konnten wir den hier befreien. Ist das nicht der Typ, der damals im Gefängnis war bei Tuscan in dem ersten? Sieht genau so aus. Ich? Ich bin frei? Danke, Ritter. Aber euer Schwert, eure Farben. Aber ja, ihr seid Hype. Hype, der Ritter und Freund des Gustus. Wir haben uns eine Zelle geteilt. Er ist ein bemerkenswerter Alchemist. Dieser verrückte Ragord hält ihn fest. Er möchte sich zu gern seine Kenntnisse aneignen. Ich hoffe, Gustus ist bei guter Gesundheit. Ritter, ihr seid Gustus Freund, also auch der meine. Ich heiße Walter. Ich habe einen mächtigen Eiszauber entwickelt. Ich wollte ihn gegen Ragord einsetzen, der das Feuer beherrscht, aber er hat sich seiner bemächtigt. Mein Zauber ist sicher noch hier. Wenn ihr ihn findet, behaltet ihn. Ich schenke ihn euch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Warum redest du so abgehakt? Fehlen dir die Worte oder bist du so ängstlich? Oh nee, oh, das war geil. Ihr seid Hype, Hype, der Hype ist real. Hype, Hype. Cool, ein Eiszauber, ja. Ragord hat, glaube ich, auch eine Eisschwäche, weil dem Feuerelement zugehörig ist. Ja, das Trink von Playmobil, die hatte ich damals auch, aber es bringt jetzt der blaue Schalter. Ich verstehe es nicht. Geh mal weg hier, den Scheiß. Hä, müssen wir jetzt Musik machen oder was? Hä? Süß. Ich glaube, wir können erstmal die anderen Zellen öffnen. Ich glaube, in irgendeiner Zelle war ein Gegner, also. Ist klar, ne, weil es so ein Assis-Spiel. Das Dark Souls für Kinder. Scheint noch ein Alchemist zu sein. Tut mir leid, großer Magierragott. Ich habe noch nichts, aber ich verspreche euch das. Aber ihr lasst mich frei? Ich danke. Danke. Aber ihr seid dieser berühmte Ritter. Dieser wahnsinnige Ragott hat euren Freund Gustus verhext, damit er ihm von euch erzählt. Ragott hat das Gleiche mit den anderen Alchemisten gemacht, um sich deren Kenntnisse anzueignen. Das ist ein Irrer. Ich bezweifle, dass er wirklich für den König arbeitet. Auf Wiedersehen, Ritter. Und vielen Dank. Wie Gustus verhext. Hier ist noch so ein komischer Musikschalter. Ich weiß nicht, was es bringt. Hilfe! Ich will nicht mehr. Dira Mortis, der. Komm, ist hier jetzt noch ein Alchemist oder kommen jetzt endlich die Gegner? Ich weiß, dass hier noch eine Falle wartet. Für uns. Ich euch das schon vorwegnehme, ne? Nee, da ist auch nur Alchemist. Vielleicht verarsche ich euch auch nur. Großer Ragott, ich hab's gefunden. Ich hab's Aber ihr seid gar nicht Ragott. Ich bin frei? Ah. Aber ihr seid dieser berühmte Hype, der durch die... Ich war dabei, als Ragott euren Freund Gustus zum Sprechen gebracht hat. Er erscheint mir sehr mächtig, dieser schwarze Ritter der Zukunft.
Dieser Alchemist, merkt euch den Namen, Innostos. Der wird noch richtig wichtig für die Story. Das ist interessant. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, natürlich. Ihr macht mir Lust, Nachforschungen anzustellen. Gut, danke, dass ihr mich befreit habt, Ritter. Freut mich, was der für ein cooles Outfit hat. Diesen Sonnensymbolen, Mondsymbolen. So eine halbe Mondfinsternis im Abgebild. Fand ich richtig schön. Hallo, Scheiter. Ich habe keine Ahnung, was es bezweckt. Drehen wir erstmal noch am Rad. Das Musikrätsel werde ich aber noch lösen. Koste das, was wolle. Du. Und nun? Nichts passiert. Sag mal, war hier nicht noch was Verschlossenes? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Kluck, kluck. Zweite Frage, müssen wir es in einem bestimmten Reihenfall machen? Kluck, 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 kluck. Und, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Probieren geht über Studieren. Kluck, kluck. Ach, das ist das Rätselslösung. Das Schnelle zuerst, dies. Das ist falsch. Die Schnelle zuerst, ich weiß ja nicht, was es ist. Du das? Nee, auch nicht. Die müssen wir zum Schluss machen. Du das? Ja. Dann den. Genau. Dann den. Glaube ich. Oder auch nicht. Ah, ich krieg einen Anfall. Vielleicht so rum. Also musst du auf jeden Fall das nachspielen. Was da gespielt wurde, ich bin nicht musikalisch, ihr Lieben. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ich krieg einen Anfall. Das ist doch ein Rätsel. Das geht bestimmt zu diesem Eiszauber. Das klingt aber ganz anders, was die ja sagen. Hier. Solche Töne haben wir gar nicht. Den schnellen haben wir. Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Hier ist der schnelle. Nee. Ha! Ich werde das recherchieren. Keine Lust darauf. So, ihr Lieben, ihr merkt, Musik und ich, wir passen nicht zusammen. Ich war eine schlechteste in der Musik. Ja, ich habe das jetzt recherchiert. Ist ja kein Geheimnis, ne? Also. Erst den. Muss 4 Schalter drücken, komischerweise. Also ein, zweimal. Dann den hier. Dann den hier und dann nochmal den. Wo wir gerade drin waren. Klack, klack. Klack, klack. Ja, macht schon Sinn, aber ich kann das nicht, Leute. Ich bin nicht musikalisch. Guck. Sesam, öffne dich. Und das Traurige war, es war nicht für den Eiszauber. Es war einfach Pflicht. Es war einfach Pflicht. Du musstest das schaffen. Hallo. Ey. Ey. Was ist das denn für ein Arsch? Ey, jetzt die Rüstung schon wieder beschädigt. Der Boss kommt doch erst noch. Na komm. Komm. Komm zu Mama. Und zack. Eine Nuss. Ich bin ein taubes Nüsschen hier. Oh Gott. Nein, das nächste Rätsel. Wie krieg ich das auf? Wie krieg ich das auf? Wie krieg ich das auf? Ich komme da nicht rein. Alles umsonst. I tried so hard. Ah. Okay.
Oh, verdammt, da muss man sich beeilen, ne? Hä, das schaffen wir auch nie. Was ist denn das für ein Rotz? Bis halb sie mal umdreht. Sind Jahrhunderte vergangen. Und das für Mist. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Vielleicht wird das Schwert wegstecken, wenn ich dann mobiler. Playmobiler. Komm schon, renn, halb, renn. Boah, das ist knapp bemessen. Ihr merkt schon, das Spiel wird richtig arschig. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass es Dark Souls ist. Das Dark Souls meiner Kindheit. So viel Cash. Können wir den Quatsch nicht ausmalen mit Eis? Ich glaube nicht mit diesem Eiszauber. Da brauchen wir den von den Alchemisten. Ich hätte gesagt, ja, mächtiger Eiszauber, aber keine Ahnung, wie der ist. Kriegst du was geschenkt, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Pech gehabt. So ein Idiot. Oh oh. Sieh mal einer an. Das ist ja interessant. Ein fremder Ritter ist bis hierher gelangt. Das ist doch sicher kein Höflichkeitsbesuch. Du bist also trotz meiner Wachen und meiner Hindernisse bis hierher gelangt. Bravo! Wie stark du sein musst. Uhu. Hab ich Angst? Wie hab ich Angst? So, das genügt. Du hast hier nichts zu suchen. Ich glaube, ich habe dich schon irgendwo gesehen. Boff. Als kleiner Junge hast du mich gesehen, noch richtig. Bei den Hühnern. Den Stab versiegelt er extra. Dass ich dich verlassen muss, Ritter. Ich möchte ja zu gerne sehen, wie du hier herauskommst. Wäre es mal lieber geblieben. Ich werde nämlich herauskommen. Und zwar mit Gustus. Guck, da ist er. Alp, Vorsicht! Die Macht des Zepters ist fürchterlich. Alles kommt von ihm. Du musst es zerstören. Finde einen Weg, das Gitter zu öffnen, das es schützt. Das habe ich mir schon gedacht, was er extra versiegelt hat. Nein, 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 nein. Wir können über alles reden, du Arsch. Komm, verschwinde. Oh, das ist so eine magische Rüstung. Das erste Problem mit denen ist, die werden wiedergeboren. Wiedergeboren. Also meine Wortwahl manchmal ist schon sehr extravagant. Also er steht wieder auf. Gut, halb drückt den Schalter, nicht Weltklasse. Das ist einfach Weltklasse manchmal im Spiel. Ach so, der andere Schalter ist direkt hier in dem Käfig. So ein Quatsch. Ja, jetzt ist der eh wieder da. Ich glaube, die muss man auch in einer bestimmten Zeit beide aktivieren. Das habe ich jetzt natürlich verkackt. Ist mir schon klar. Aber ich hatte jetzt auch Schiss wegen der Rüstung. Die magische Rüstung. Die hat ja auch vom Playmobil. Hallo? Bitte, halt, bitte. Ja. Doch kein Zeitlimit. Und jetzt? Mach kaputt. Hä, den kann man gar nicht zerstören. Was laberst du, Gustav? Gustus. Ja, keine Ahnung, ich kann ihn nicht kaputt machen. Geil. Weltklasse. Und nun? Ja, du musst den Zauberstab zerstören. Geht doch gar nicht. Ich war mit Magie. Er hat an alles gedacht. Guck, es geht nicht. Ich kann tun, was ich möchte. Hä, hallo, Gustus. Du möchtest gerne einen Tipp geben. Köpfchen. Um die Ecke denken. So, und wie helfe ich dir jetzt raus? Ich freue mich, dich wiederzusehen, Hype. Die Zeit drängt. Noch besitzt du nicht genügend Magie, um diese Feuerwand zu zerstören. Aber du wirst sie finden. Da bin ich sicher. Suche weiter und pass auf Ragot auf. Seine Schwäche liegt darin, dass er ein Heizsporn ist.
Bleib auf Distanz und du wirst sehen, dass er verwundbar ist. Ja, der Boss, der Ragot, der hält gar nicht so viel aus, aber macht massig Schaden. Wie halt so ein typischer Magier. So, jetzt sind wir hier in der Bibliothek, auch nicht gerade witzig, weil hier auch wieder diese magischen Rüstungen sind. Ich mag die nicht. Und kacki. Komm, aus dem Weg! Aus dem Weg! Tschüss. Goodbye. Nein! Mann! Echt? Was ist das denn? Aber wie viele Bücher der Typ hat. Nee, ich glaube, er geht schon zu dem Boss. Erstens machen wir den Boss erst im nächsten Part und zweitens habe ich mich hier noch gar nicht umgeschaut. Ihr wisst doch, ich erkunde mal alles so ausführlich. Grünes Kraut. Man kann mit dem Astrolabium mit einem einzigen Blick alle Planeten unseres Sonnensystems überblicken. Die Sonne befindet sich in der Mitte dieser Konstruktion. Wenn man das Astrolabium in Bewegung setzt, drehen mit den Rädern die Planeten. Man sieht dadurch die Umlaufbahn der Planeten um die Sonne. Ja, so ein Sternenbeobachtungsding. Ist jetzt nicht einen Alchemisten zurückzuführen, aber wenn du sowas hast, coole Sache. Hä, sind die Rüstungen jetzt doch für immer verschwunden? Ich glaube, nur die andere stand wieder auf, weil die Rüstung ja von dem Zauberstab unterstützt wurde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Yay! Leute, es bleibt spannend. Wir fangen den nächsten Part an mit dem Bosskampf gegen Ragot. Die ultimativen Alchemisten und Zauberer. Das wird cool. Nicht verpassen. Daumen hoch, falls euch dieser Part auch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!